Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy VII Rebirth. Aber wie gesagt, zwischen den Folgen haben wir fertig gemacht. Abgeschlossen. Hat mich 3 oder 4 Versuche gekostet. Nachdem ich erstmal raus hatte, dass man eine ganze Ecke tiefer fallen muss, ging das dann. So, der dritte Parcours ist wieder an der Farm. Und heißt, wir machen natürlich zur Farm eine Schnellreise. Dann muss das ja irgendwie da oben sein. Wieso lauft ihr mir ständig hinterher? Ich werde nie mehr auf Aponi reiten. Begreift das doch. Aponi. Es geht leider nicht mehr. Und ob es geht! Genug im Selbstmitleid gebadet. Ich zeig dir jetzt, was alles in Aponi steckt. Pass mal gut auf! Oha. Ganz schön große Ansage. Hier gibt's den Barriere-Ring. Oh ja. Auch jetzt nicht so spannend. Ich hatte die Waffe ja in den letzten reingemacht. Wobei, dann gibt's ja Leute, die sich beschweren, da muss ich die alle Nebenquest spielen, damit ich die Waffe kriege. Oh fuck, what? Entschuldigung. Juhu! Da habe ich schon direkt den Start verkackt. Schön. Grandios. Das ist noch weiter weg, als ich dachte. Okay, man muss schon den Start wirklich timen. Kranke Sache, das. Technische Katastrophe. So, man muss tatsächlich relativ spät runter. Und dann halt wieder hoch, so hoch wie es irgendwie geht. Irgendwie bis in den Propeller. Sehr gut. Ah, Gott, doch ich. Ich hatte nicht gesehen, dass sie runtergehen. Jetzt habe ich den verpasst. Und irgendwie jetzt die Kontrolle verloren. Ja, wir machen einmal hier Ende. Dann holen wir uns die Belohnung ab. Und dann mache ich das Ganze jetzt mal noch mal eben schnell. In der pausierten Variante. Das war jetzt nur für die Quest einmal. War das nicht echt super? Das war alles Aponis Verdienst. Sie ist einfach schokobombastisch. Das weiß ich selbst am besten. Wenn du was zu sagen hast, dann raus damit. An dem Tag, ich war einfach zu selbstsicher. Ich dachte, das wird ein leichter Sieg. Während des Rennens überlegte ich bereits, was ich mit dem Preisgeld anstellen will. Ich hatte mich nicht auf Aponis Bewegung konzentriert und verlor dadurch komplett die Balance. Ich wurde aus dem Sattel geschleudert und stürzte. Aponi hat versucht, mich abzuschirmen, doch dabei hat auch sie Verletzungen davongetragen. Was, wenn dir wieder etwas passiert? Davor habe ich zu große Angst. Ich kann nicht mehr reiten. Scheint, sonst bräuchten wir einen Übersetzer. Herr Alleskönner, darf ich bitten? Hä? Red. Oh.
Das war ein unglücklicher Unfall. Aber könnten wir aus diesem Unfall nicht auch eine wertvolle Lehre ziehen? Zum Beispiel, indem wir ab jetzt mehr aufeinander achten, damit so ein Unglück sich nicht wiederholt. Komm schnell wieder auf die Beine. Dann reiten wir zusammen. Da hörst du's! Aponi. Oh. Ich werde wieder vollständig auf die Beine kommen. Solange gebe ich Aponi in eure Obhut. Sicher? Ich will doch nicht, dass Aponi sich langweilen muss, während ich nicht auf ihr reiten kann. Sie sollte mit jemandem trainieren, der was von Schokoborennen versteht. Mama, verzeih mir bitte. Ich werde wieder fleißig trainieren. Ich habe gehofft, dass du das sagen würdest. Sobald ich wieder ganz gesund bin, fordere ich dich heraus. Sehr gut, da war ein Punkt für Red. Da bin ich ja mal gespannt. Gut, jetzt müssen wir die aber nochmal machen. Wie gesagt, das mache ich dann jetzt wieder in einer pausierten Version und dann sehen wir uns gleich wieder. Ah, ja, leider ist mir jetzt was dazwischen gekommen. Jetzt habe ich es ein paar Mal versucht und jetzt kann ich die Folge aber nicht weitermachen, weil hier ein kleines Notfallchen ist. Heißt, ich mache das Ganze hier nur als kleinen Zwischeneinschub, dann habt ihr die Nebenquest beendet gesehen und dann gehen wir nächste Folge weiter mit der Erkundung. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank und bis dahin, euer Steffel.